Wie war das? Wenn du groß bist, willst du mal zum Mond fliegen? Wieso warten? Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Mod-Vorstellung. Ja, heute eine etwas kurze, kleine Mini-Mod-Vorstellung. Warum so klein und so kurz und so mini? Ganz einfach, ich habe momentan meine Prüfung. Immer um diesen Zeitraum im Übrigen. Und ich möchte natürlich nicht hier diesen Kanal vernachlässigen. Deswegen habe ich den ein wenig eingeschränkt für diese Zeit. Aber keine Sorge, es sind nur 2 Wochen. Das heißt, es dürfte eigentlich streng genommen, ja, nur vielleicht zwei. Ja, vielleicht 2 Mod-Vorstellungen betreffen, die dann einfach nur ein wenig gekürzt werden. Boah, was ist denn heute los? So. Und zwar dreht es sich heute um die Mod Mob Firework. Ich hoffe, ich habe den richtigen Namen rausgefunden. Und ihr seht schon, wir sind hier auf unserer altbekannten Map. Da hinten ist, wo ist er denn? Da ist der Hafen, wo wir letztes Mal eine grandiose Mod ausprobiert haben. Doch, das ist eine andere Geschichte. In dieser Mod beschäftigen wir uns um Fireworks, wie der Name es natürlich auch schon sagt, und um Mobs, was ebenfalls der Name schon sagt. Gut, wie dem auch sei. Ich habe hier 2 kleine Kisten vorbereitet, denn es ist eigentlich relativ simpel. Vielleicht habt ihr es auch schon im Einspieler gesehen, man kann Mobs in die Luft katapultieren. Und das macht man am besten im Dunkeln, wenn es schon abends geworden ist oder Nacht geworden ist. Und am besten auch direkt auf einem kleinen Hochhaus. So, für alle, die nicht mehr wissen, wie man eine Rakete erstellt, das musste ich auch erstmal überlegen, weil ich habe das, wann habe ich das gemacht, wann verwendet man das denn bitte schön? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. So rum. Man nimmt einfach ein bisschen Gunpowder, ein wenig Papier und ein Firework Star und schon bekommt man eine Firework Rocket. Das können wir gerne hier nochmal ausprobieren, weil ich mir gerade nicht, weil ich mir nicht sicher bin, sondern weil ich mir nicht sicher bin, ob wir überhaupt den Dings brauchen. Nein, wir brauchen eigentlich streng genommen nur Gunpowder und Papier und schon bekommen wir ein Firework. Setzen wir noch hier das Ding oben drauf. Den Star können wir diese Rakete noch modifizieren. Das heißt, wir können den bunte Farben zuspielen oder was auch immer. Ja, somit bekommt man die praktisch. Ein Beispiel, um sowas herzustellen, um so einen Firework Star so zu produzieren, dass der einen großen Leuchtball als Variable oder als Input bekommt. Dafür braucht man so eine Art Fire Charger und Rosenrot, ja, wenn er dann rot leuchten soll. Das habe ich auch als Beispiel, glaube ich, genommen. Um die Rakete noch ein bisschen zu modifizieren, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Mod zu tun, aber es ist trotzdem, sage ich mal, relevant für die Leute, die das nicht oft verwenden, so wie ich. Ich musste mir das echt nochmal angucken. Kann man dies einfach tun, indem wir ja 1 bis 3 Sprengpulver hier unten hin platzieren und dann bekommen wir eine etwas stärkere Rakete, die etwas höher fliegt. Ja, also man kann die immer beliebig modifizieren, auch mit Creeper-Köpfen und allem Möglichen könnt ihr alles mal selber ausprobieren. Was diese Mod nun hinzufügt, ist dieser Block, dieser Mob-Locket. Dazu brauchen wir einmal eine modifizierte oder einen ganz normalen Feuerwerkskörper und ein bisschen TNT und dann bekommen wir das. Ich demonstriere es gerade mal, weil die Mod so kurz ist. Also einfach nur hier hin tun und dann hat man auch schon so ein Ding. Das ist ja so ein ganz stinknormales. Und ja, ich habe da schon ein bisschen was von vorbereitet. Ich habe die ein bisschen modifiziert. Die fliegen jetzt nicht alle ganz so hoch, damit man es, glaube ich, besser sieht. Ich nehme die jetzt mal alle mit. Das sind so ganz verschiedene. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die irgendwann mal vorbereitet. Ihr seht hier schon rot, weiß, rot, pink und verschiedene Large Ball, Small Ball, Creeper Shaped. Also werden wir mal ausprobieren. Ja, dazu brauchen wir selbstverständlich noch unsere kleinen Testkandidaten. Und wen haben wir heute im Gepäck? Das wäre dann zum Beispiel, einen Moment mal bitte. Das wäre jetzt, sorry, das wäre jetzt zum Beispiel, ja, welchen nehmen wir denn jetzt mal? Wir nehmen einfach mal ein paar random da raus. Villager, Horse. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar mit. Ja, haben wir es auch. Und werden mal alle ein bisschen ausprobieren. Das passt ja wunderbar. Ja, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich mache im Übrigen auch mal den Sound, habe ich an, sehr gut. Ja,
Dann setze ich jetzt mal, womit fangen wir dann an? Wer wird denn unser heutiger Testkandidat Nummer 1? Das wird, glaube ich, der Villager. Ich spawne ihn einfach mal hier. Und alles, was wir da jetzt noch tun müssen, ist einfach so ein Locket zu nehmen, so ein Mob-Locket, einfach rechte Maus. Bei dem ist das eine Ausnahme. Shift und rechte Maustaste und schon tschüss. Ach, wie schön. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Schon ein bisschen gemein, aber was soll's. Ich find's cool. Weißt, wenn euch dann irgendwie ein Zombie angreift, einfach mal direkt in den Himmel schießen. So, dann nehmen wir direkt mal das Pferd. Das klappt mit jedem beliebigen Mob. Boop. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man das im Multiplayer verwendet, ob man dann... Das wäre natürlich auch interessant, ne? Naja, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ja, diese Mod ist wie immer in der Beschreibung nochmal verlinkt. Bitte nicht wundern, ich habe mich nämlich auch gewundert, als ich da drauf geklickt habe. Es ist irgendwie so eine komische chinesische, japanische Seite. Müsst ihr ein bisschen suchen. Also ich habe es dann doch relativ schnell gefunden, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Wird halt wie immer installiert, halt wie jede typische Mod. So, und tschüss Eisengolem. Eisen, habe ich drüber. Flog der eben gerade noch? Der hat das überlebt? Der hat das überlebt? Scheiß die Wand an. Stirb. Oh, das war's. Und das, was er normalerweise troppen sollte, das bekommen wir natürlich auch. Das finde ich ziemlich cool mit dem Eisengolem. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren. Hui! Bup! Und bup! Sehr schön. So. Next. Ich mache das mal hier unten, weil da oben sieht man das nicht so gut. Und es wird wieder hell. So eine Schweinerei aber auch. Ups. Ja, es wird... Wird es jetzt dunkel? Ja. Da hinten geht die Sonne unter. Sehr schön. So, ihr Spinnen, ihr nervt hier ein bisschen. Geht mal weg. So. Und dann nehmen wir direkt mal... Ich tue das jetzt mal hier hin. Ocelot, Snow Golem und Mushroom Cow, obwohl das ist ja... So, jetzt erstmal die Katze, ich hoffe, die treffen wir. Bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Hey! Och, komm schon! Sei doch nicht so... Ich hab doch nur ein Leckerli für dich. Ja gut, das zerstört jetzt ein bisschen hier dieses schöne Gebäude. Sieht so aus, als hätte da jemand gerade reingebissen. Okay, gut, das war der Ocelot, der ist nervig. Den mag ich nicht. So, Snow Golem. Blup. Und tschüss! Wie gesagt, man kann ihn noch höher einstellen, die Raketen. Ich habe das auf der niedrigsten Stufe, aber das ist mir jetzt relativ Wumpe. So, ich nehme jetzt hier mal irgendeinen, den ich hier, ja, erstellt habe. Nehmen wir jetzt mal die Pilzkuh. Hui, auch schön. Schöne Animation. Und ja, damit hätten wir die nächsten drei schon wieder abgehakt. Wolf, diesen Tentakelviech da, Chicken, Tentakelviech, ernsthaft, so, tschüss Hund, Wolf, wie auch immer, und weg ist er, oh, der tut mir leid, der kann sich nicht wehren, tschüss, ach ja, dann Chicken, hui, gefällt mir, wenn ich jetzt ganz viele nehme und dann kann ich die natürlich auch alle schön nach und nach ganz viele auf einmal in die Luft springen. Das ist ja klar. Oh. Das tut mir leid. Nicht. So, als nächsten Kandidat haben wir die Kuh, das Schaf und das Schwein. Kuh, der Schaf und das Schwein. Nehmen wir mal hier von... Zack. Bumm. Bumm. Ach, wie schön. Ach, diese Effekte. Ich mag die voll. Endlich mal machen die Fireworks-Körper sogar mal einen Sinn. Eigentlich ist das so eine Mod, die man eigentlich am Silvester hätte präsentieren können, aber ganz ehrlich, darauf wollte ich nicht warten. Ich habe die gesehen und da dachte ich, die muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Und jetzt die Witch. 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 So, komm her. Whee! Bumm. Ja, ist eigentlich immer dasselbe, aber wir gehen trotzdem alle mal durch. Oh nein. Oh nein, das wird... Oh, ich habe sie direkt getroffen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir würden da jetzt länger hängen, aber nein. Und dann noch Pigman. Sieht bestimmt auch cool aus. Hui, aber im Übrigen setzen die sich auch hin. Wir können das ja mal ein bisschen verfolgen hier. Yeah, da seht ihr es. So, ich tausche hier mal welche aus. Ich weiß zwar nicht, was wir hier noch haben, aber... Green, ja. Wie gesagt, ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher, was ich da alles zusammengemixt habe. Irgendwie so random, ein bisschen random stuff. Oh nein, der Enderman. Da muss ich schnell sein, oder obwohl es geht. Da hat sich auch im Übrigen... Wie kann sich ein Enderman bitte schön hinsetzen? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich mach's gerade nochmal.
Da, habt ihr es gesehen, wie er sich gerade hingesetzt hat? Das sah schon merkwürdig aus, mit seinen langen Stelzen. So, als nächstes, die Cave Spider. Tschüss! Eigentlich doch eine ziemlich lustige Sache. Der Silberfisch, wo war er denn hin auf einmal? Und tschüss! So. Als nächstes, den Blaze. Können wir den hier überhaupt spawnen lassen? Bestimmt, oder? Ja, doch, das geht. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Hui, tschüss. Die sind sowieso die Drecksviecher überhaupt. Ich hasse die. Aber damit kann man auch ziemlich gut diese Sticks farmen, ne? Diese Blaze Rod, meine ich natürlich. Habe ich gewusst. Magma Cube, ja, wir kommen jetzt zu den ganzen Nether-Viechern. Das sieht auch ziemlich cool aus, wenn die so groß sind. Oh nein, das ist natürlich auch wieder ätzend. Aber es geht, das ist machbar. Kommen die jetzt noch kleiner runter oder gehen sie... Ach du Heilige. Tschüss und tschüss. Obwohl, was wir auch natürlich ausprobieren können, das werden wir gleich noch machen, den Villager. Da gibt es natürlich auch ein Kind, das ist besonders fies, aber... Ich will es unbedingt mal sehen. So. Und die Erfahrungspunkte gehen auch nicht verloren. Kann man alle schön einsammeln. So, dich haben wir. Ich weiß, ich habe das Ding so da auf den Boden geschmissen. Als nächstes natürlich noch den Slime, den Zombie und die Spider. Slime. So. Zombie. Hui, der hat sich auch schon hingesetzt. Braver Junge. Und Spider. Zack, nichts Besonderes mehr und Skeleton und natürlich unseren besten Freund, unseren allerbesten Freund, den Creeper. So, welchen nehmen wir denn für dich? Den hier vielleicht, setzt sich auch schon brav hin. Ja, und der Creeper, Schuss! Ja, an sich macht die Mod nicht mehr, ist aber eine ziemlich coole Sache. Hätte ich mir sogar eigentlich für diese Open Block Mod gewünscht. Aber naja. Achso, den Villager wollten wir ja noch ausprobieren. Fast vergessen. Also, den zweiten Teil. Wo bist du hier? So, irgendwo muss doch jetzt ein Kind dabei sein. Da! Ach, wie fies. Aber wir müssen ja schon... Oh, sind sogar zwei. Ach, die rennen weg? Seit wann sind die so... Achso, es ist dunkel. Jetzt rennen die in die Häuser. Oh, guck mal, wie süß. Oh, willst du zu deiner Mami? Willst du zu deiner Mami? Warte, ich schick dich hin. Das ist fies. Es tut mir leid. Ja, das war's an sich. Da hinten ist noch eins. Muhahaha. Rennen. Hey. Hui. Das war fies. Es tut mir leid. Ihr wisst es doch. Ich meine es doch nie ernst. So, okay, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann in der nächsten Mod-Vorstellung dann wieder. Das wird wahrscheinlich irgendwann wieder demnächst sein. Ist ja eigentlich ziemlich regelmäßig, was ich hier mache. Und ja, auf jeden Fall dann bald hoffentlich demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Wie gesagt, alle Links nochmal in der Beschreibung, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und es hat trotzdem irgendwie doch ein bisschen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Gut, das war der Le Cooper und wir sehen uns dann, ne? Bis dahin, tschüss!